Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach immer des 19. Abends, Samstagmorgen, einen wunderschönen. Ja, ich bin gerade dabei, mit dem wunderschönen Steyr hier in seiner Tucano abzutanken, weil er ist schon mal wieder voll. Nach langer Zeit. So, warten wir ganz kurz, bis der Kontakt leer ist. Währenddessen, was gibt es denn noch zu machen? Genau, den habe ich noch angesetzt. Der ist jetzt hier bei Mähen, hat ein bisschen weiter hinten reingemäht, aber gut, kann man auch nicht machen, hat er eben so gemacht. Ja, das passt, der nimmt alles schön mit, wunderbar. Der Seedmaster läuft auch noch. Wie sieht es denn da eigentlich aus soweit? Kriege ich eine Anzeige? Ah. Ja, das sieht eigentlich relativ gut aus. Pflanzenschutzmittel ist ja so gut wie voll, Getreide ist auch so gut wie voll, das passt also. Wir können jetzt eigentlich schon direkt mit dem Schwaden beginnen. Mit dem Schwaden können wir eigentlich schon direkt beginnen. Ich weiß nicht, ob das so gehört, aber was macht er da hinten? Ich glaube, er hat einen Baum gefunden. Glaube ich zumindest. Ja, oh nein, unser gutes Mähwerk. Stopp. So. Ja. Was macht er jetzt? Habe ich ihn kaputt gemacht? Nee. Warte mal. Ich schalte meine Maschine Allradlenkung an. Ich glaube, dann tut es sich auch leichter. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass ich hier. Nee, stopp. Nicht wieder da anfangen, eins weiter drüben bitte. Müsste doch normalerweise hier sein. So. Normalerweise müsste er nur hier hochfahren. So. Ja, doch. Wunderbar, der macht das wieder. Genau, zu unserem. Da wollten wir hin. Wir brauchen nicht den Drescher, aber dann müssen wir auch wieder sagen, dass er weiterfahren soll. Und das klappt mein. Aufpassen, wenn wir hier nicht einen Steuerstreifen. Ja, okay, ein Pflänzchen, zwei Pflänzchen sind stehen geblieben, das geht noch. So, der kann weitermachen, wunderbar. Er hat auch nicht mehr allzu viel hier. Ja, der hat es auch schon bald. Habe ich einen guten Kollegen? Nee, habe ich natürlich nicht. So, jetzt ist die Handbremse drin, rundum, Leute, kann man ja auch wieder ausmachen. Brauchen wir erst wieder später. Und dann mal kurz gucken, auf welches Feld nehmen wir denn als nächstes. Normalerweise, das ist nämlich das letzte Feld hier. Ja, es gibt auch am meisten 3000 nochmal. Und da gibt es nochmal die 2000er, einmal auf der 13 und einmal auf der 88. Die 13 weiß ich noch, die war hier oben. Und die 88 war hier. Ich glaube, es lohnt sich eher, wenn man jetzt zuerst zu 88 fährt und dann zu 13, würde ich sagen. Weil die liegt doch noch ein bisschen näher. Wenn man jetzt so guckt, Luftlinie ist die 13 und wo die 146, wo wir jetzt gerade sind, schon ein bisschen mehr Unterschied als wie die 88 hier drüben. Was ist da eigentlich? Ach, da ist Luzerne. Stimmt, da ist Luzerne drauf. Kann man die. Okay, das werden wir dann schon sehen. Aber normalerweise müsste man die eigentlich dreschen können, ne? Also auf jeden Fall laut dem, was dran steht. Gut, werden wir dann sehen. So, warte mal, wir brauchen den Traktor zum Schwaden. Dann nehmen wir gleich mal kurz den Premium hier ran. Ich nehme mir nochmal ein Schlückchen aus meiner wunderschönen Red Bull Dose. Natürlich kein Alkohol oder so weiter. Oh, herrlich. Aber ja, ich muss es für euch noch aufnehmen können. Der kann mir jetzt nicht sagen, ich gebe mir schnell ein Bierchen. Ansonsten glaube ich, wäre die Aufnahme ein bisschen misslungen. Außer ein Schluck, ja gut, da wäre es jetzt nicht schlimm, aber trotzdem. Während der Aufnahme Alkoholverbot. Ja. Bis auf ein Silvester, da ist genehmigt. So, hier raus. Ohne. Ich wollte eigentlich ohne da so hängen bleiben, rausfahren, aber gut. Ist jetzt schon so, wie es ist. Jetzt hat er aber.
Hier ist halt, geht doch. Im zweiten Anlauf hat es dann auch wunderbar funktioniert. So. Passt. Ja, man muss sagen, was anderes als die Schwaden könnte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht mehr machen. Weil Felder haben wir alle bestellt. Der bleibt bitte nicht am Baum hängen. Oh, knapp, aber okay. Ja klar, ich könnte noch irgendwie, ich könnte natürlich eine Mission machen, noch eine weitere. Aber da haben wir ja schon geguckt, da gibt es jetzt nicht so guten. Außer jetzt hat sich wieder was geändert, aber nee, die waren mir zu billig unter Anführungszeichen. 4000 ist halt schon auf der 140, wo ist denn die? Da. Ja, die geht eigentlich voll, aber. Ja. Halt die Frage. Aber nee, ich glaube nicht. Nee, die ist zu billig. Die auch nicht. Nee. Es sind auch teilweise mehr mit Armeen auch da. Die wollen ich relativ immer gut Geld geben. Immer so 4000. Und so schon, das war's. Also so richtige Knallerpreis, wie zum Beispiel mal wieder mit Kartoffeln, so 20.000 oder so, gibt es hier nicht. Ist natürlich einerseits schade, aber wir haben ja erst vor kurzem Kartoffeln gemacht. Die wo aber auch schon, muss man sagen, ganz gut in unsere Schweine reingeflossen sind. Aber momentan sind sie ja, glaube ich, noch, soweit ich weiß, relativ versorgt. Also. Da brauchen wir erstmal ein bisschen später wieder was nachreichen. Und wir haben noch 20.000 Liter im Lager. Und wenn es mal knapp werden sollte, können wir uns immer noch bei AgraZ Landhandel was kaufen. Was mein, glaube ich. Oh, sorry Leute. Ich bin jetzt gerade ein bisschen an meinen. Was sagen wir denn da? Pop-Up-Schutz? Ist es ein Pop-Up-Schutz? Ich weiß es nicht genau. Warte mal, ich muss ganz gut das Ding wieder hinrichten. So. So, jetzt dürfte es wieder passen. Das hat es ein bisschen verschoben leicht. Aber gut, ich habe es heute mal wieder, weil ich an der Tastatur für ein Videoschnitt ein bisschen was machen musste. Deswegen habe ich es ein bisschen, ich weiß, dass mir das Land nicht gehört, ein bisschen weiter weggeschoben oder anders hingeschoben. Und ja, ich habe tatsächlich an meiner Grafikkarte ein bisschen was umgestellt und wir haben es hier teilweise, also auch wenn ich in die Hochrichtung gucke, wieder 50 FPS oder so. Ich weiß nicht, ist ein bisschen besser geworden. Ich werde jetzt mal kurz anlassen, aber ich glaube, ein bisschen besser ist es geworden. Weil ich habe ja die Nvidia, da kann man. Hoppala. Ja, komm schon, Johnny, gib alles. Du schaffst das. Wir haben eigentlich noch einen Abstand vom Baum, aber gut. Okay, das wird nichts. Warte. Ah, ne. Oh, komm schon. Wir sind doch schon vorbei. Ah. Hab ich doch gewusst, das muss funktionieren. Jetzt fahren wir hier weiter rüber. So. Wir haben es geschafft. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja genau, man kann halt bei der Nvidia-Grafikkarte hat man ja diesen Systemeinstellungen, wo man das eben alles einstellen kann. Und die war da halt vorher auf, glaube ich, optimale Leistung oder so. Und jetzt ist er aufs maximale Leistung gestellt worden. Was natürlich auch den Stromverbrauch ein bisschen erhöht. Aber wir wollen hier natürlich auch eine gute Grafik oder Performance im Spiel haben. So. Passt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die FPS. Ja, okay, wir haben hier wieder 50er FPS am Hof teilweise. Also hier, wenn ich jetzt hier fahre, hatten wir letztes Mal gleich bei Main, hatten wir 45 sowas. Was natürlich auch nicht schlecht ist, um Gottes Willen. Aber immer so 50, 60 FPS hat, ist tatsächlich meine Lieblingszahl, was ich da rechts oben sehe. Doch, war rechts oben gut. So, hier machen wir natürlich wieder unsere altbekannte leichte Kurve. Anheben. Wunderbar. Da höre ich doch einen Motor. Ah. Der Kollege ist auch fleißig am Arbeiten. Der Tucano wird wahrscheinlich fertig sein, glaube ich eher vermuten. Ja. Da drunter gelassen, okay. Wir fahren jetzt dann nochmal kurz hoch, damit wir von der Steigung weg sind und dann. Oh, jetzt ein bisschen was von da drüben mitgenommen. Aber das geht noch, das war noch nicht so schlimm. Genau, das werden wir uns dann machen, den Tucano umzusetzen.
oder beziehungsweise auf ein neues Feld übersetzen. So. Ja, das geht schon. Das können wir auch mit der Presse ohne Probleme aufsammeln. Also, da muss jetzt nicht alles 1:1 zu einer Bahn geschwadet worden sein. Also. So. Passt. Passt nicht. Ja, ging noch. Ja, das werde ich halt nochmal schnell fertig schwaden, damit wir zumindest eine Wiese, diese Wiese fertig geschwadet haben. Weil wahrscheinlich, ja, naja, die ganze Folge werden wir fürs Übersetzen nicht brauchen, aber ein Großteil von der Folge, den würde ich mal schon sagen, weil wir müssen den Drescher dann überfahren, was glaube ich in, ich schätze mal, 5 Minuten erledigt ist. Und dann will man natürlich auch noch den Steier holen, den entleeren, also die Anhänger entleeren, weil wir bekommen ja jetzt überall was anderes runter, also wir können jetzt nicht sagen, wir machen die Anhänger so und so voll oder machen sie dann voll mit, weil die gleiche Frucht runterkommt. Das funktioniert leider nicht. Hätte ich anfangs tatsächlich machen können, habe ich aber dann auch erst zu spät bemerkt. Ja, so ist glaube ich grammatikalisch richtig. Und ja, ich brauche den eigentlich. Doch, ich klappe ihn mal zusammen, weil ich werde gleich rüberfahren auf die anderen Wiesen. So. Passt. Die werden wahrscheinlich natürlich dann auch wieder alle düngen brauchen, ist wahrscheinlich klar. Ja, ist klar. Ich glaub zumindest, dass das klar ist. So, dann lasse ich den hier mal ausklappen, dann drehen sie rein und dann, da haben wir ihn ja, genau, der ist fertig. So, perfekt, dann leeren wir den nochmal aus. Allrad mache ich jetzt auch, weil das brauchen wir momentan nicht mehr. Nein, oh. Ist hinten was reingegangen? Das war gut. So. Nee, ist glaube ich noch nichts drin. So, passt, der ist leer. Der hält sich auch noch in Grenzen. Das passt noch. So, dann fahren wir da jetzt mal hinter. Wir müssen natürlich darauf aufpassen, weil beim letzten Mal hat sich auch herausgestellt, dass wir auf dem normalen Weg zwischen den Bäumen nicht durchkommen. Das heißt, wir fahren jetzt hier links durch. Da dürfen wir nämlich durchpassen, da sind nicht so viele Bäume. So, da vorne sind wir nämlich durchgekommen, das weiß ich noch. So, easy. Passt, hier vorne kommen wir auch durch, knapp, aber es geht. Und hier vorne ist er schon, unsere Schneidwerkswand. Genau, da ist er. Oh Gott. Alter. Diese starken Bodenwellen habe ich aber mit Steier noch nicht gespürt. Eieieiei. Okay, wir sind auch leicht vom Weg abgekommen. So. Machen wir so, also richtig rum? Ja, machen wir. Oh, das Schneidwerk sieht aus. Eieiei, und der Drescher auch. Aber das war ein bisschen zu früh, du bist gerade reingehauen. Hat sich das Schneidwerk schon angepasst? Ja, ich glaube schon, oder? Doch, ich glaube schon. Sieht mir auf jeden Fall sehr danach aus. Zack. Ich brauche noch mal Rad. So. Dexeron ist fertig. Ja, kann gut sein. Allzu viel hat er nicht mehr gehabt. So, warte mal. Oh, das war wieder knapp, dass wir wieder den Bug gehabt hätten. So, gucken wir noch mal ganz kurz, wie wir denn am schnellsten darüber kommen. Gibt es hier eine Verbindung? Ja, wir könnten hier und hier und hier. Das werden wir, glaube ich, auch so machen. Ja, da sehen wir auch ein bisschen was Neues von der Karte, wo wir bis jetzt noch nie waren. Oh Gott, das habe ich eben gerade gemeint. Eine zu enge Kurve sollte man mit dem Gespanner nicht fahren. So, aber ja, das geht voll klar hier. Der Weg ist eigentlich relativ gut. Befestigt, schön aufgekiest. So mag ich das. So. Müssen wir hier vorne schon runter? Ja, müssen wir.
gut. Oh, hier ist auch eine schöne Wiese. Bisschen am Hang. Oh. Ist ein bisschen, ja, nicht ganz so eben wie drüben. Also, jetzt können wir nicht allzu schnell fahren von uns. Haus und das Gase durch. Und hier geht es so richtig felsig, weil so riesige Felsentrümmer sind hier. Ah, okay. Das ist aber auch eine scharfe Kurve, weil wenn man auch, wenn man da zu schnell runterfährt, da rutscht man dann voll darin. Hier haben wir einen kleinen Teich. Hier waren wir ja schon mal. Da drüben hatten wir schon mal eine Mission, die leider missglückt ist, weil ich da die Stappenbach, weil wir sind jetzt ja auf der Stappenbach 2.0 bereits, das ist ja nicht mehr das Original. Das Original safe, so. Habe ich natürlich auch noch das Original, aber das hat ja nicht schon ganz geklappt. Sind wir hier noch richtig? Jo. Oh, ich glaube, wir haben nur ein Problem, wir kommen da nicht hin, weil hier gibt es keinen Verbindungsweg. Hier vorne kommen wir nicht durch. Hier rauf, ich weiß nicht, ob da ein Weg ist. Aber doch, das sieht mir ja relativ nach einem Weg aus. Jojo, doch, das ist schon ein Weg. Vielleicht kein offizieller, aber das ist doch ein Weg. Doch, doch, das kann man klar als Weg erkennen. Oh, da vorne sind wir schon, guckt ja an. So, ich glaube, ich muss sagen, wenn die Auffahrt nicht so steil gewesen wäre da vorne, hätten wir sie echt teilweise auch gemacht, oder? Doch, glaube schon. Schreibt mal in die Kommentare, wer sich da sehr gut oder besser auskennt, ob man das dann gemacht hätte. Im Prinzip ist es ja eigentlich nur eine Grasfläche. Vorne den kleinen Hang weglässt. Also ich muss jetzt hier leicht in die Zähne reinfahren. Tut mir auch leid, aber ich kann ansonsten nicht wenden. So, jetzt sehen wir mal, ob. Oh, warte mal. Vielleicht soll man den Drescher vorher mal aufklappen, wäre nicht so schlecht. So, jetzt sehen wir mal den ersten so Kamera dreschen. Ich weiß ja nicht, aber ich fühle mich irgendwie verarscht. Also, ich glaube, man kann das nicht dreschen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. War gut, ne? Also, lieber Benjamin Ecke, der Besitzer von dem Feld hier. Ich glaube, du hast da was missverstanden. Weil das kann man nicht dreschen. Kann also nicht sein, dass es ein Fehler vom Spiel an sich ist, weil als Grundpflanze ja eigentlich keine Luzerne drauf ist. Aber wir können es gerne nochmal testen, aber ich kann das nicht dreschen. Ne, nee, geht nicht, kann ich nicht. Also, ich weiß nicht, was ich machen sollte. Warte mal, wir können das eigentlich ganz schnell sehen, indem wir einfach auf Schneidwerke gehen. Was ist das? Das ist aber nicht Luzerne, oder? Ne, Luzerne ist das Symbol und was ist dann das andere? Ackergras. Ach, das ist wahrscheinlich. Ah, okay. Oh, das gibt aber auch gut Geld. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird sich mehr lohnen, wenn wir das hier machen, als wir Luzerne. Also 1000 Liter und Tausender. Wenn man hier guckt. 1000 Liter. 253 der beste Preis. Bisschen Unterschied, würde ich sagen. Bisschen Unterschied. Gut, ich möchte aber jetzt trotzdem gucken, gibt es da ein Schneidwerk für? Also hier auf jeden Fall nicht. Können auch beim Maispflücker gucken? Nö. Hier wird es wahrscheinlich auch nicht drin sein. Ah, gucke dann. Ja, mit sowas ist klar, weil es ist wie ein Mähwerk. Ich hab da, ich musste, ich weiß nicht, habe ich die, opala. Ich weiß nicht, habe ich die Aufnahme. Wieso habe ich den damit drauf? Weiß nicht.
Ja, klar, mit sowas ist ja im Prinzip fast wie ein Mähwerk, nur dass man es halt einen Häcksler dran macht und dann halt die Silage, Gras, Silage macht oder Luzerne, CCM halt eben dann häckselt oder siliert. Oh, schick, schick. Das ist ja sowas, wie wir auf der Gemeinderade auch hatten, wo wir unseren Grünrocken, sagt man denn dazu? Gedroschen, nein, nicht gedroschen, sagen wir nicht, gemäht, gehäckselt, siliert, wenn wir mal sagen, siliert haben. Gut, ja, das heißt, wir können eigentlich von dem Feld abrücken und die Mission abbrechen, weil wir können sie einfach nicht machen, ne? Also, es tut mir leid, Kollege, aber, ja, möchte ich machen, weil es funktioniert nicht. Also, wir gucken nochmal, es ist die richtige. Feld Nummer 88. Warte, wir können mal ganz kurz gucken, dass sich jeder auch genau sicher ist. Wir sind auf der 88. Es gibt meines Erachtens keine andere 88. Und es steht aber auch dran, Luzerne. Also, funktioniert nicht. Abbrechen, ja. Ich mache jetzt einfach mal abschließen, weil wir nichts zahlen müssen. Gut, das heißt, wir können auf die 13 weiterfahren. Die können wir auf jeden Fall ernten. Weil da ist Gerste drauf. Ja. Gut, wir sind jetzt schon bei 21 Minuten, aber da fahren wir nochmal schnell hoch. Das dürfte man eigentlich nochmal schnell schaffen. Annehmen. So, ich habe jetzt nochmal, ich habe gesagt, ich kram den Clip nochmal schnell raus, wenn ich ihn noch habe. Und ich habe ihn noch gefunden. Ja, annehmen. Ihr habt es gerade gesehen, Feld 88. Ich habe die Mission angenommen, da stand Dreschen dran. Da war auch ein Drescher, also wir hätten auch einen Drescher bekommen mit dem Schneidwerk. Und die Mission hätte einfach nie funktioniert. Also, an mir lag es nicht. Ich habe nicht eine falsche Mission angenommen, wo wir zum Beispiel dran stand, die Armeen. Und ich habe nur gesehen, oh, ernten und habe es dann irgendwie angenommen. Also, ja, ne, also, ihr habt es gesehen, ihr habt den Beweis. Dass das nicht mein Fehler war, sondern der Fehler vom Spiel. Gut, das wollte ich nochmal schnell gesagt haben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der weiteren Folge. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen beeilen, nach dem Fehlschlag, was hier war. Aber gut, dann sind wir wieder um einiges, Erfahrung schlauer und nehmen zukünftig keine Missionen mit, wo dran steht, ja, können wir bitte mein Feld, wo Luzerne drauf ist, dreschen. Weil da machen wir nur Minus, weil wir verfahren Sprit. Wenn wir so ganz nebenbei auch mal auftanken braucht der Drescher. Zu eng fahren. So, dann fahren wir da mal hoch. Wieder mal ganz entspannt. Den Umleuchten am Arm zusammengeklappt. Ich fahre jetzt mal hier runter, weil hier ist nicht so steil. Da geht ab. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Auto. Perfekt, ist auch nichts gekommen. Wunderbar. Eieieiei. Haben wir das da hinten noch dran? Ich sehe es halt nicht mehr. Ja, okay, das ist attached, das kann normalerweise nicht runterfallen. Aber nach dem Fehlschlag brauchen wir erstmal nochmal ein Schwippchen hier. Herrlich. So. Wir können eigentlich gerade runterfahren, ne? Jo. Kommt denn nichts? Direkt ist unser Schweinestall. Hallo Schweinchen. Ja. Die Leute, ich kann nicht ausweichen, tut mir leid. Er hat mal kurz den Drescher von unten gesehen, ne? Ja, ja, muss auch mal. Dann weiß er immerhin, wie ein Drescher von unten aussieht. Ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Stehen da dran, LKW und Ding ist 80. Wahrscheinlich meint er ja 8 Tonnen oder so. Ich glaube, da, ja. Da sind wir schon ein bisschen drüber, wir haben 15,2 Tonnen. Wenn der 80, da ist dieses komische Haus, ne? Mit diesem komischen Viech, ich komm gar nicht hin. War nichts, alles gut. Man findet dieses Gebäude da immer noch ein bisschen creepy, ne? Aber gut. Dafür ist hier ein wunderschöner Strand. Oder See. Und wir fahren, da könnten wir eigentlich mal kurz mit unserem Drescher reinfahren, da wäre mal wieder ein bisschen sauber. Vielleicht sind wir an unserem Feld vorbeigefahren. Es ist möglich. Aber wir können auch hier irgendwo drehen, oder? Ja, da können wir reinfahren. Ich hoffe, hinter mir ist jetzt nichts. Nee, ist auch nichts, wunderbar. Das heißt, wir drehen da mal ganz kurz und fliegen. Kollege Autofahrer, Sie können. Ey, einfach.
So, hier waren wir schon mal, hier sind wir schon mal runtergefahren, das kennen wir, ja. Nicht zu eng fahren, nicht zu eng fahren, nicht zu eng fahren. Oh, ja, ja, ja. So. Das ist natürlich jetzt gar nicht passiert, das war alles gut. Wir sind natürlich nicht an unserem Feld vorbeigefahren. Nein, nein, wir sind gerade wieder auf dem Weg dahin. So. Aber wir sind noch in der Zeit. Ja, okay. Was heißt der Zeit? Wir sind jetzt genau bei 25 Minuten gerade. Kollege da vorne, ich hab's ein bisschen eiliger. Können Sie vielleicht schneller fahren? Aber danke. So. Meines Erachtens ist es das jetzt, ne? Ja, da haben wir die 13. Gut, wir fahren gleich mal da rein. Oh, ich habe nicht geblinkt. Sorry da hinten. So. Hier vorne, glaube ich, können wir den wunderbar abstellen. Wie schnell wird sagen. Hier so. So. Weil dann können wir hier nämlich rückwärts schön reinparken. Wenn wir ein bisschen die Buschen zum Umfahren, aber gut. So. Jetzt setzen wir heute noch an und dann ist auch Feierabend für den Samstag. So, ich sehe wieder nur Laub. So, wunderbar. Einmal kurz drehen hier. Und Umleuchte haben wir noch an, also das können wir machen. Und das ist natürlich schön, dass hier vorne auch nochmal so ein kleiner Grünstreifen ist zum Anfangen hier. So, ah, das geht schon mal nach unserem kleinen missglückten Dreschversuch ist das natürlich erfolgreich, aber reden wir nicht weiter drüber. Die 13 müsste eigentlich ganz unten sein, weil es ist die kleinste Nummer. Genau. Vorgewende machen wir zweimal, ja, das passt. Zack, perfekt. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich speichere mal den Kurs nochmal. Schau, weil ich habe das eh vergessen. Dreschen, Unterstrich F. 13. Passt. Gut. Dann darf ich mich auch für euch fürs Zuschauen schon mal wieder bedanken. Denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Kurz dazwischen. Soll das so? Oder klar, den Baum gibt es in echt auch so, dass einer so wächst und so. Aber. Hängt ein bisschen im Weg rein, ne? Glaub, wäre mal besser, wenn man da mal so zack und dann, ja. Oh, schade, habt ihr keinen Zugang zu dem Land. Gut, oh, hier haben wir auch noch ein bisschen Luzerne. Ja, schön. So, aber ich habe schon wieder viel zu viel gelabert, was ich eigentlich gar nicht vorhatte. Aber gut, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei der Verabschiedung. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag und bis morgen, macht es gut. Wunderschönes Wochenende und bis morgen, macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.